Und willkommen zu meinem allerersten Minecraft-Tutorial und nach langer Zeit auch mal allgemein wieder ein neues Video von mir kommt. Ich habe mit ein paar Freunden einen Server hier zusammen, wie man sieht. Und ich stehe hier gerade vor unserer Ground Farm, wo ich eben Dreizacke farmen wollte. Das Problem war aber, dass irgendwie mit den Designs, die ich gefunden habe, nicht funktionierte. Ich gehe jetzt mal hoch und zeige auch, dass die Ground Farm funktioniert. Und wie sie aufgebaut ist allgemein auch. Hier haben wir die Killkammer, wo die dann alle reinkommen. Wo die dann per Hand, kann sie auch töten. Aber ich empfehle hier einfach, ja, ein Schwert mit Looting, Plünderung drin zu haben. Am besten mit einem Breakable und Mending. Das reicht. Sharpness ist natürlich noch ein kleines Plus, weil dann mehr braucht man nur, glaube ich, 2 Schläge, wenn es ein Dia-Schwert ist. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Aber was kann man mit dem Ground alles farmen? Hauptsächlich kriegt man Rotten Flesh. Fische verirren sich auch manchmal hier drin. Dann kommen Fische hier. Gold. Und ganz, ganz selten ist. Gold kommt ganz selten vor. Ich glaube, es hat eine 3%ige Chance, dass es droppt. Was sie dann auch noch droppen können, aber dafür müssen die das in der Hand haben. Einmal die Nautilus Shell, Angeln, die können, glaube ich, selbst verzaubert sein, und das Wichtigste, Dreizack. Ob die verzaubert sein können, weiß ich nicht ganz genau, aber die Dreizack überhaupt so, dass sie die droppen, ist bei 6,5 Chance, und dass sie sie in der Hand haben, 8,5. Das heißt, es ist sehr unwahrscheinlich, sehr geringe Chance, mal einen Dreizack zu bekommen. Ohne Farm dauert das ewig und man stirbt ein paar Mal, weil dieser Dreizack immens ist. Weil die können ihn werfen und der kommt zurück. Was ich in so Farmen, wo man warten muss, auch oft noch baue, sind Angelfarmen. Deswegen gibt es bei unserer Kelpfarm, Eisenfarm auch immer 2 Angelfarmen, wo man sich dann hinstellen kann, angeln kann in der Zeit, dass man auch Zeit gut nutzt. Und was man in der Angelfarm kriegt, muss ich euch jetzt nicht sagen. Aber zu der Angelfarm, wenn ihr es wollt, kann ich auch ein Tutorial machen und auch mal allgemein sagen, was man da alles kriegt. Das Wichtigste, was man bei der Angelfarm kriegt, neben den Nautilus Shells, sind Verzauberungsbücher Mending. Die kriegt man nur durch Traden mit Villagern oder durchs Angeln. Und man kann durch Angeln auch extrem gute Bögen bekommen mit Mending direkt und auch eine Angel direkt mit Mending. Diese Angel ist komplett mit geangelten Angeln zusammengebaut worden. Das heißt Mending, Lore 3, Lock of Seed 3 und Unbreakable 3. Ihr habt kein Verzauberungsbuch dazu genommen. Ihr habt von genau diesen Angeln bis jetzt 3. Ihr habt bestimmt, wenn ich die Kisten mal durchgehe, noch 4 weitere. Was ich dann auch noch habe, ist eben der Raum, wo man hochkommt. Den sollte man extra von dem Raum hier abschirmen, weil wenn mal hier eine Kreatur hochkommt, dass sie dich nicht töten, wenn du hier AFK stehst. Und es ist alles überdacht wegen dem Phantom. Und hier ist auch eine Tür, dass hier kein Phantom reinfliegen kann. Und alles ist hier auf halber Höhe, das heißt, wir laufen hier auf der untersten Ebene eines Blocks. Das heißt, hier sind überall Half-Slabs verbaut, außer wo es nicht ging. Klar, unter den Truhen habe ich optischen Gründen ganze Blöcke drunter. Aber hier kann nichts spawnen. Noch nicht mal auf dem Dach, da sind auch Half-Slabs drauf, wie man hier sieht. Aber ich zeige euch jetzt mal, wo der Unterschied ist zu den anderen Designs der Farm und was da genau nicht mehr geht. Das Problem ist, alle anderen Farmen verwenden Glas und irgendwie können die Grounds hinter Glas nicht den Villager erkennen. Man muss Fansgeld nehmen. Andere Möglichkeit habe ich nicht gefunden, die auch sinnvoll ist. Hier sind genau 2 Villager. Warum der oberste immer da hängt, weiß ich nicht. Und hier oben habe ich auch noch Villager. Ich hatte vorher die andere Farm hier drin. Und ich habe einfach mal geguckt, ob vielleicht die Menge zu wenig ist. Nein. Ich habe die einfach drin gelassen jetzt. Aber ich zeig mal, dass auch Grounds ja spawnen. Oder Spawning Egg suchen.
Ground. Okay. Hier ist der Ground. Oh, der hat. Oh! Guter Fun Fact. Grounds können zwei Sachen in der Hand haben. Nice. Er sieht irgendwie den Villager jetzt gerade nicht. Ich weiß auch nicht wieso, aber die Farm funktioniert. Keine Angst. Ja, guck, die sehen ihn, aber da er einen Dreizack hat, geht er nicht näher ran. Was ganz wichtig ist, wegen den Dreizack müsst ihr alle Fans Gate zumachen. Ja, eigentlich schon. Weiß nur nicht, warum es jetzt nicht klappt. Es kann sein, weil ich hier stehe. Versuchen wir mal was. Game Mode. Betake. Man sollte auch dann auswählen. Eigentlich gehen die Grounds da rein. Die Farm hat funktioniert, weil ich habe auch schon einen Dreizack. Aber sobald ein Ground da reingeht, wird er hochgeschossen. Das machen wir jetzt mal. Ich gehe mal wieder in den anderen Game Mode. Das ist angenehmer. Weil dann kann man das auch zeigen. Ja, was passieren kann. Ah, hier. Jetzt geht's. Hier werden sie dann hochgeschleudert. Kommen dann hier an. Guck, da ist ja auch ein Ground drin. Ich glaube, es ist einfach, weil ich unten stand. Und sie werden dann hier alle reingedrängt. Es sind nur zwei Quellen in der Ecke, wie auch in der Ecke. Und dann kommt das raus. Und vor die Frage kommt. Muss hier gerade was reparieren. Die werden auch aus den Ecken gespült. Sie bleiben nicht in den Ecken drin. Das ist das Gute. Wir gehen erst wieder hier raus. Und ich zeige jetzt auf einer Single-Welt, wie man die Farm baut. Und ich sag mal, dann sehen wir uns auf meiner Single-Welt gleich. Bis gleich. Und wir sind hier auf meiner Single-Welt. Wir sind hier auf eine Tiefe von ca. 30. Das heißt, vom tiefsten Punkt bis zum Meeresobergrund sollten es ca. 30 Blöcke sein. Dann seid ihr in einer Tiefsee. Hier empfehle ich erstmal, ja. Man sollte hier erstmal den Konduit aufbauen. Das heißt das hier. Dafür brauchen wir aber auch Prismarinen. Hier kann man irgendeiner der Prismarinen. Man könnte selbst die hier nehmen. Da rate ich ab, die sind richtig teuer. Man braucht dafür schwarze Farbe. Wir nehmen das hier. Gehen ein bisschen von dem Mittelpunkt weg. Ich setze das immer so. Dann sollte er jetzt schon aktiv aus sein. Nee, noch nicht. Ob er braucht Seitendinger. Was er genau. Man sieht, wenn er aktiv ist, wenn er aufgeht. Mensch. Das rate ich erstmal an, als erstes zu machen, dass man Luft hat. Hier würde ich einfach einen Trank nehmen. Hier, da kommen schon die Partikel. Das heißt, der müsste jetzt gleich sich aktivieren. Glaube, wenn der erste Ring da ist. Ja, jetzt aktiviert er sich. Man kriegt Nachtsicht, man verliert keine Atmung mehr und man kann, glaube ich, ein klein bisschen schneller schwimmen. Hier würde ich den auch auf Maximum ausbreiten. Das heißt, wir machen auch hier noch den Ring einmal drum. Dann hat er seine maximale Reichweite.
Und wie gesagt, ich rate echt an, das zu machen, weil wir müssen ja gleich vom untersten Punkt 115 Punkte hoch und das auch per Wasser. Wir müssen ja nachher von ganz unten bis nach ganz oben mehr als 115, so 120 Blöcke werden es dann insgesamt sein, was wir Wasser hochziehen müssen. Der nächste Schritt ist dann, man guckt, wo man recht gut ja, Platz hat. Am besten, wo in alle Richtungen ein bisschen ja, es tiefer wird oder am besten gleich bleibt. Aber lieber tiefer, als dass es hoch geht. Und machen hier dann uns auch ein bisschen jetzt das Seegras weg und alles. Und währenddessen, selbst wenn hier Magrons spawnen, werden sie von den Conduit angegriffen, wenn sie nicht zu weit von einem weg ist. Man könnte den Conduit jetzt auch hier näher ranholen noch. Nächster Schritt ist erstmal um den Block hier rum alles freimachen. Nochmal einmal darum. Das heißt, zwei um die Seelaterne rum alles freimachen. Dann brauchen wir bestimmte Block. Den würde ich nutzen. Läuft irgendwie dann besser. Nein. Ja, sowas brauchen wir als nächstes. Das wird einmal komplett um die Seelaterne rum gemacht. So dass man dann darum einen breiten Ring hat. Hier so. Da setzen wir nachher Soul Sand ein. Das machen wir jetzt noch nicht. Was wir jetzt brauchen, ist erstmal irgendeinen beliebigen Block, den wir komplett hochziehen. Würde aber was anderes nehmen als die Lichtquelle. Die zieht man bis zum Meeresgrund dann hoch. Und wenn man das hat, brauchen wir die Fence Gates. Wenn wir hier unter Redstone. Ihr müsst das natürlich alles in Survival suchen, musste ich bei unserer Farm auch. Aber ich muss sagen, die ist, was Rohstoffe angeht, jetzt nicht so extrem. Was man viel braucht, sind eben Baublöcke, aber da kann man fast alles nehmen. Würde jetzt hier keinen Sand nehmen oder sowas. Ich würde schon was Solides nehmen, so Stein. Man muss nur überlegen, wie hoch geht man jetzt. Ich sage immer pro Villager 4 Fansgeld. Man muss jetzt überlegen, wie viele Villager möchte man reinhaben. Ich würde jetzt hier von 3 ausgehen. Ich gehe eins höher als. Das heißt 4 für jeden Villager und dann noch eins höher würde ich gehen. Und das macht man jetzt einmal ringsrum. Achtet darauf, dass man auch die Fansgates alle zumacht. Weil sonst die Villager rausgehen oder die Grounds reingehen oder auch reinschmeißen können. Und wenn ich hier fertig bin mit ringsrum alles bebauen, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück. Ich habe hier alles mit Fansgates gemacht. Darauf achten, dass ihr keine Lücke habt und besonders, dass sie alle zu sind. Und macht echt darum ein bisschen mehr Platz. Ich hatte ab und zu die Schwierigkeiten, die zu setzen, weil ich im Seegras war oder in Kelp drin. Deswegen, ich würde schon gut Platz machen, dass man Ruhe hat. Dann haben wir das jetzt auch noch. Löcher stopfen. Das nächste, was wir machen müssen, ist ja den Rest, wo keine Fansgates sind, mit einem beliebigen Block hochziehen. Da kann man nehmen, was man möchte. Ich nehme jetzt hier Glas, um auch zu sehen, dass die Grounds alle hochgehen. Das heißt, wir ziehen hier erstmal einen Ring drum, um den Turm, den wir uns hier hochgezogen haben, bis zum Meeresspiegel. Und den ziehen wir dann auch komplett hoch. Das heißt, einmal komplett von den Fansgates bis nach oben hier hin. Und wenn ich das fertig habe, dann sehen wir uns wieder. Wir sind wieder zurück und ich habe hier alles hochgezogen, was das Glas angeht. Was wir jetzt machen als nächstes ist, wir brauchen einen Wassereimer. Und ich würde hier Seelaternen oder das irgendeine andere Lichtquelle wieder nehmen, wie Glowstone, geht hier auch natürlich. Muss nur leuchten, dass der nachher der Villager nicht irgendwie ein Zombie bei sich spawnt. Deswegen ist ja auch der Block hier eine
Eine Seelaterne. Hier machen wir Wasser hin. Das nächste, was wir machen, ist hier erstmal natürlich rausgehen. Fansgates alle wieder zumachen. Und wie gesagt, nach dem vierten Fansgates würde ich dann immer einen neuen Villager reinmachen. Aber wir müssen jetzt erstmal Villager besorgen. Es gibt mehrere Wege, wie man Villager kriegt. Man kann einen infizierten Zombie-Villager umwandeln wieder in einen Villager. Dann gibt es, ich sage jetzt hier nur die Sachen, die in Survival auch gehen. Dorf gehen, Villager holen. Man kann ja ein Boot auf dem Land setzen und da kann man den Villager dann reintun und man kann selber dann auch wieder ins Boot reingehen und dann kann man über Land mit dem Villager auch fahren, nicht sehr besonders schnell. Man kann ja auch eine Wasserquelle mitnehmen, die kann man auch aus dem Boot raus immer machen und dann ist es ein bisschen schneller. Es ist leichter, als wenn man jetzt mit dem Zug einen Villager einfängt, den ans Wasser bringt, dann von der Lore wieder ins Boot reinkriegt. Kann man natürlich auch machen. Wir hatten das Glück, wir hatten ein Dorf direkt am Wasser, wir haben sie reingesetzt und sind dann vom Floß raus aufs Meer gefahren, mussten nur eine kleine Brücke kurz wegmachen, dann ging es. Ich werde es hier einfacher machen. Ich nehme ein Spawn Egg natürlich und spawne den. Wir können den einfach hier oben reinschmeißen. Ist kein Problem, weil unten ist ja Wasser. Was man als nächstes macht, man kann hier runterspringen, natürlich. Man kann aber auch von der Seite runterspringen. Schnell wieder zumachen, dass er nicht rauskommt. Wie gesagt, nach dem vierten Fansgate macht man wieder drei auf. So circa dritten. Und nimmt eine Seelaterne, shiftet. Okay. Ah, man kann sein, dass man selber. Dann geht man wieder raus. Man hat hinter mir eingesetzt aus Versehen. Ja, hier hat man jetzt diese Viererreihe frei. Ich habe ja gesagt, so ungefähr vier immer. Deswegen habe ich oben auch immer einen mehr. Dann geht man wieder hier rein. Setzt hier Wasser. Wirft wieder den Villager von oben runter. Wir haben jetzt das Eck natürlich. Machen wieder alle Fansgate zu. Schwimmen wieder nach oben ein bisschen. Immer drei am besten aufmachen, dann kommt man besser rein. Dann wieder ein Block, Wasser, Villager. Wie mein Villager auf dem Server, der hat sich auch an die Seite jetzt irgendwie gestellt. Dann haben wir unsere drei Villager drin. Dann empfehle ich einfach hier nochmal eine reinzusetzen. Jetzt müssen wir das Fansgate nochmal setzen. Wir müssen dafür ein bisschen höher shiften. Shiften kann man auch gleichzeitig, wenn man leer und dann die Shift drückt, dann bleibt man quasi, geht man ein bisschen langsamer runter. Als wenn man einfach nichts macht. Wenn wir das alles fertig haben, können wir hier oben eigentlich einfach nur irgendeinen Block reinsetzen, dass nichts reingeht. Ich einfach wieder am besten eine Seelaterne oder Glowstone nehmen. Das nächste, was jetzt kommt, ist einfach, wir müssen jetzt das hier alles komplett hochziehen. Ich nehme hier Seelaternen, dass man nachher dann so ein nach oben hin auch immer noch Licht hat, das heißt, man sieht den auch von Weitem und das ist schon besser. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal von der untersten Ebene, das heißt auf der Ebene, wo der Villager quasi drauf steht, das ist ja da, wo das Wasser auch ist, gucken wir an, welche Tiefe sind. Wir sind 32 plus 115 sind wir auf 157, müssen wir hoch auf die Höhe 157. Wenn ich mich jetzt verrechnet habe, nicht. Na doch, 147 müssen wir jetzt hoch. Das machen wir jetzt mal ganz schnell hier mit den Seelaternen. Und wenn ich fertig bin, melde ich mich zurück. Hier ein kleiner Einschub. Meine Farm ging irgendwann nicht mehr so richtig. Hab nicht herausgefunden, warum.
Also, sie ging ja ganz am Anfang noch. Aber da war ja noch ein kleiner Fehler drin, dass die Gorons die ganze Zeit die Villager töten konnten. Aber jetzt funktioniert sie wieder einwandfrei. Ich stand nur 20 Minuten hier. Das ist mir zum Glück noch aufgefallen, vor das Video fertig war, sonst hätte es ein Update-Video gegeben. Wie gesagt, wenn ich an der Farm irgendwas ändere mal, gibt es immer Updates-Video. Und wenn es zu große Updates sind, wird selbst ein ganz neues Tutorial dafür rauskommen. Das heißt, zu jeder neuen Version, wenn da sich nichts ändert, wird nur der Titel geändert. Und oder kleine Updates, die man machen muss, werden im Video dann thematisiert. Ich habe jetzt mal alle Gorons getötet, wir haben auch Gold bekommen. Und jetzt zeige ich euch, was ich geändert habe. Ich gehe dafür in Game Mode, weil ich habe jetzt keine Lust zu sterben, besonders Nacht. Die einzige Änderung, die ich gemacht habe, die Seitenfenster aufgemacht. Man sieht hier auch, ab und zu stirbt ein Villager. Das kann daran liegen, ich sehe es hier gerade, hier ist ein Fence-Gates, habe ich hier vergessen. Weil der untere wurde gar nicht getroffen. Man sieht hier ganz viele Dreizacke, die noch da sind. Jetzt hole ich mir erstmal das Villager-Eck. Aufpassen, ich hatte einmal auch schon mal ein Esel-Eck. War nicht so toll. Ey. Der ist blöd. Okay, raus mit ihm. Ah, ich sehe auch gerade, da fehlt Wasser. Wasser rein. Wieder und der Villager ganz schnell zumachen. Der nächste, der mir ausgebrochen ist. Ah, jetzt habe ich ihn. Wie gesagt, nur die Seitengates aufmachen, alles andere zumachen, das heißt die vorderen, da wo die Villager dann direkt zu sehen sind. Durch die Bläschen ein bisschen schwer zu erkennen manchmal, aber es geht. Ich habe die Partikel eben ganz hoch geschraubt, deswegen sind da recht viele, glaube ich. Das könnte der Grund sein. Und jetzt sollte das auch wieder mit den Ground recht gut gehen. Er sieht sie, er geht hin. Weil mir ist aufgefallen, die Grounds sind nicht mehr zu denen gelaufen. Ich habe nur die Seitendinger dazu gemacht und eben die in der Gesichtshöhe. Und seitdem lief die Farm irgendwie nicht mehr. Jetzt läuft sie wieder. Ich werde das noch ein bisschen beobachten. Wenn da irgendwie ein Risiko da ist, dass die doch ab und zu die Villager töten, werde ich mir da was überlegen, wie man die Villager auch mal leichter nachführen kann. Weil für jemand, der in Survival hier nachführt, die Villager, das ist extrem schwer. Ich wüsste gerade jetzt nicht, wie man es machen würde. Aber darum mach ich mir erst einen Kopf drum, wenn ich sehe, dass öfters die Villager sterben. Das ist hier so auch ein kleiner Test, weil auf der Single-Welt ist es immer anders als auf dem Multi-Server. Hier läuft ja alles jetzt. Dann bin ich zufrieden. Fehler wieder gefunden. Das heißt, die Fence-Gates einfach die Seiten aufmachen. Ja, dann sollte es wieder klappen. Hier ist ja schon der erste Ground wieder. Den töten wir mal. Und ich schau mal, ob es jetzt vielleicht was besser läuft. Dann sage ich mal, dann viel Spaß noch beim weiteren Video. Das war der kleine Einschub. Hier sind wir wieder zurück. Ich habe jetzt den Turm komplett hochgezogen. Ich würde hier jetzt auch noch einen Block reinsetzen, irgendeinen, den ihr wollt, dass ihr da nicht runterfallt, weil sonst dann seid ihr hundertprozentig tot. Dann lassen wir uns hier einmal nochmal runterfallen. Müssen aber jetzt bis nach ganz unten fast, weil das nächste, was wir machen, ist jetzt die äußere Wand hochziehen. Das wäre so eins über den Fansgates, das heißt quasi ab hier so ein Ring drum. Ich mache das mit bestimmten Blöcken jetzt, weil ich möchte, dass es auch ein bisschen nach was aussieht. Ja, und ich baue sehr viel mit Prismarin, da wir auch auf unserem Server eine Wächterfarm haben und wir kriegen recht viele Prismarin-Sachen und wir haben auch auf unserem Server sehr viele Seelaternen in die Ground-Farm eingebaut. Das einfach auch von Weitem sieht. Ich muss nur nachdenken, wie machen wir das? Ah, machen wir wie bei mir auf dem, wie auf unserem Server auch.
Wir machen hier erstmal. Machen wir erstmal einen kompletten Glasring und bis zum Meeresspiegel. Wenn wir da sind, dann müssen wir eh gerade mal einen Stopp machen. Da müssen wir noch vorher was machen, bevor wir ganz nach oben ziehen. Und wenn ich an Meeresspiegel bin, das heißt auf der Schicht, wo wir dann das erste Mal stehen können, ohne dass wir um Wasser umringt sind, sehen wir uns wieder und dann erkläre ich, wie es weitergeht. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück. Ich habe hier jetzt den Glaskasten einmal komplett hochgezogen. Ja, das nächste, was wichtig ist, was ich jetzt erstmal machen würde, ist, ja. Wir setzen hier erstmal einen Block rum, weil wir müssen nachher ab hier auch Kelp hochziehen. Eins über der Quelle, eben über dem Meer. So. Und was als nächstes kommt, ist, ja. Wir werden jetzt den Turm bis auf die Höhe machen. Ich werde hier ab hier das Design so machen wie. Jeder kann so bauen, wie er möchte. Das Einzige, was wichtig ist, ist ganz unten mit den Fansgates. Vor den Fansgates darf nichts sein, außer Wasser und Luft. Aber nee, da darf noch nicht mal Luft sein, weil wir machen ja nachher mit den Soul Sand den Fahrstuhl, wodurch die Grounds nach oben getrieben werden. Mein Design sieht jetzt so aus, dass ich die Seiten mit den etwas teureren Prismarinen und dann hier ran mit den günstigen und dann lasse ich drei Glas, dass man auch sieht, wie die Grounds hochgetrieben werden. Und dann sage ich mal, wir sehen uns dann wieder, wenn ich ganz oben bin, da erkläre ich dann, wie es weitergeht. Bis gleich. Und willkommen zurück. Ich habe hier alles hochgezogen, was ging. Das nächste, was wir machen müssen, dafür brauchen wir einen Half-Slab, irgendeinen beliebigen Half-Slab. Dann sucht ihr euch eine der vier Seiten aus, die euch gefällt. Am besten da, wo ihr dann recht zügig auch rankommt. Wir nehmen mal die Seite hier. Müssen jetzt Half-Slabs erstmal auf der Seite komplett auf der untersten Ebene. Das heißt, dass man hier so einen halben Block runter geht. Das ist ganz wichtig, weil dann können keine Kreaturen spawnen da drauf. Und wir müssen nicht ausleuchten und allen Pipapo. So ist das dann am einfachsten. Was wir jetzt machen, wir ziehen diese Plattform. Da sage ich mal jetzt mal mindestens vier zurück. So. Und füllen die dann komplett auf. Hoppa. Wenn wir das haben, brauchen wir Trichter. Und wir brauchen eine Truhe. Da sollte am besten keine Redstone-Truhe sein. Ist eh schwachsinnig, eine zu nutzen. Und müssen jetzt überlegen. Wir können sie unter die Killzone machen. Das heißt, wir machen die dann hier so hin. Oder was ich viel besser finde und angenehmer, ist neben die Killzone. Wir setzen mal hier hin. Dann muss der Trichter auf der Höhe auch hin. Ziehen das so durch, dass an der Seite noch zwei Platz ist. Habe ich das richtig? Ja. Was wir jetzt machen, ist uns erstmal eine kleine Kammer bauen, wo wir dann drin stehen können. Aber wir machen erstmal die Kill, wo die nachher die Gorns drin stehen. Die muss mindestens zwei hoch sein. Das heißt, wir machen an den jeweiligen Ecken hier auf den Trichter zwei hoch, da drei hoch. Machen jetzt auch noch hier hinten komplett dicht. Das baue ich dann immer in den jeweiligen Blöcken, weil der Tower wird eh noch mal um ein bisschen höher gebaut. Wie gesagt, was die Blöcke angeht, seid ihr komplett frei. Außer hier eben Half-Slab sein müssen, unten dann die Fence-Gates, aber sonst ist alle Arten von Blöcken erlaubt. Bringt keinen Vorteil, keinen Nachteil. Das Wichtigste ist jetzt erstmal hier den ganzen Ring nochmal um 3 zu erhöhen.
Wie man das in Survival am besten macht, ist hier macht. Man geht dann hier mit dem Block hoch, hier rüber, baut dann das. Kann man sich ja auch kurzzeitig hier auch einen Block ganzen hinsetzen, kann man hier hochspringen. Bedenkt nur, ihr müsst dann genügend ausleuchten, aber durch den mittleren Teil, der sehr hell ist, sollte das eigentlich gehen. Dann könnt ihr hier immer rüber springen und dann könnt ihr euch hier hochstacken. Und dann von oben. So habe ich das in Survival auch gemacht. Und ihr könnt ja auch den Block anschauen, den ihr jetzt braucht. Drückt dritte Maustaste, das ist das Mausrad oft. Dann wird euch der Block direkt in die Hand gelegt. Oder ihr geht eher auch dahin, wo er gerade in der Hotbar ist bei euch. Oh, da sollte jetzt kein Wasser hin. Das war ein Versehen. Guck, selbst ohne Game Mode geht das recht zügig und schnell. Dann müsst ihr natürlich auch den mittleren Teil hochziehen. Aber da müsst ihr aber auch ein bisschen aufpassen. Weil die Seitenwände werden natürlich was größer. Was höher gemacht nachher noch. Die Mitte wird nicht höher als das sein hier. Hier müsst ihr auch. Diesmal müsst ihr selbst hier in der Mitte einen Block hinsetzen. Dann könnt ihr den Block wegmachen, den hier hochziehen wieder komplett. Und dann könnt ihr euch als Hilfe hier wieder was hinsetzen. Könnt euch hier Leiter hochziehen. Wichtig, den Block auch wegmachen. Und dann die Half-Slabs wieder auffüllen. Was dann auch noch gemacht werden muss, ist dann hier. Müsst ihr aber auch darauf achten, dass die unterste hier jetzt auch frei bleibt, dass ihr immer noch töten könnt, aber Baby-Zombies nicht drauf kommen können. Dann setzt ihr hier noch einen Block drauf. Hier nehmen wir jetzt mal wieder Glas, aber das hat auch einen guten Grund, warum ich hier Glas nutze. Dann sehe ich Open Ground mit einer Angel in der Hand oder mit einer Nautilus Share oder das Wichtige mit einem Dreizack in der Hand ist. Was wir jetzt noch machen ist, eigentlich müssen wir jetzt die Seitenwände nochmal um mindestens 2 erhöhen. Außer hier die Glasebene lassen wir offen. Hier das Glas aber hinsetzen. Nur vorne, wo sie dann gleich rausgespült werden sollen. Was ihr auch schon vorher machen könnt, ihr könnt auch hier schon was zumachen. Das müssen wir gleich machen. Nehmt da irgendeinen Block, den ihr recht schnell abbauen könnt. Oder auch nicht schlimm ist, wenn er weg ist. Erde. Nur kein Sand, der würde runterfallen. Wenn ihr es soweit habt, brauchen wir nur auf Wasser. Passt nur auf, dass ihr da. Erstmal müssen wir hier die Seiten noch hochziehen. Fast vergessen. Um 2 jeweils. Das Glas hier auch. Was wir jetzt machen ist, wir holen uns auch schon mal Schilder. Nehmt ihr irgendwelche Schilder. Setzt einmal hier ein Schild hin, dahin. In der Mitte ist es jetzt nicht wichtig, müssten wir eigentlich nicht, aber ich mache es einfach. Da Wasserquelle hin und dann geht alles in die Killkammer rein. Und auch wenn ihr mal hier, wenn ein Ground hier in die Seite kommt, wird er trotzdem reingespürt, auch wenn der Dreck hier hochkommt. Da gibt es keine Stelle, wo sie nicht dahin gespült werden in die Richtung. Das nächste, was wir machen, ist, hier oben müssen jetzt Half-Slabs hin. Dann nehmen wir uns einfach irgendwelche Half-Slabs wieder, die ihr wollt. Da seid ihr komplett frei, was das angeht. Auch auf Glas würde ich jetzt auch mal machen. Einfach aus optischen Gründen und müsst ihr eigentlich nicht, weil auf Glas kann nichts spawnen. Das heißt, wenn ihr das ganze Ding aus Glas baut,
Dürfte das auch safe sein, aber es sieht scheiße aus, wenn ihr alles aus Glas baut. Und besonders, dann müsstet ihr das ganze Glas farmen und ich weiß nicht, ob ihr darauf Lust habt. Naja. So seid ihr dann erstmal safe hier oben wieder. Das Einzige, wo ihr drauf achten solltet, vielleicht setzt ihr euch auch hier oben direkt ein Bett hin, dass wenn Nacht ist, dass ihr direkt die Nacht überspringen könnt, wegen dem Phantom. Ihr habt es jetzt nicht gemacht, weil ich ja auch hier in Game Mode bin. Welchen Survival hätte ich mir ein Bett mitgenommen? Ja. Was ihr jetzt noch machen müsst, ist hier eigentlich nur noch eine schöne Decke drüber ziehen, dass erstens ja nicht von Sonnenlicht die Grunts getötet werden können. Ja. Das ist eigentlich der einzigste Grund, weil dann sterben sie und ihr kriegt im schlimmsten Fall den Loot nicht. Ich weiß nicht, ob man Dreizacke kriegt, wenn man wenn sie sterben so. Weiß ich gerade echt nicht. Oder ob man nur den Dreizack kriegt, wenn man sie auch selber killt. Und die Wahrscheinlichkeit wird ja auch erhöht durch das Plünderschwert. Deswegen solltet ihr es eh schon machen. So. Haben wir auch schon schönes Muster. Ganz wichtig, das Allerwichtigste ist, hier aufzumachen. Das ist ganz wichtig, weil hier ist kein Wasser. Im Wasser würden sie keinen Schaden kriegen, aber durch das Springen würden sie dann Schaden kriegen, auch im Wasser, weil die sind dann kurz aus dem Wasser. Aber hier würden sie ständig Schaden kriegen, deswegen auch da hoch machen. So gesehen ist jetzt die Killkammer fertig. Das Einzige, was ich noch machen würde, wäre hier ein Teppichchen. Am besten visiert ihr einfach unterste Ecke des Blocks an, der eben nicht wie ein Trichter ein Menü hat, dann braucht ihr auch nicht shiften. Damit seid ihr rein theoretisch fertig. Das Einzige, was ich noch machen würde, wäre hier auch für euch eine Decke und einen Raum zu bauen. Wegen den Phantomen und alles, das ist dann einfacher und besser für euch. Das heißt, wir nehmen einen Block, ziehen einmal komplett rum. Lassen uns nur irgendwo einen Eingang. Wie ihr den macht, müsst ihr wissen. Da ist der Fantasie alles offen. Bedenkt nur, Endermans können auch Blöcke klauen, wenn ihr Mob-Griefing nicht aus habt. Deswegen nehmt irgendwelche Blöcke, die sie vielleicht nicht klauen können. Hier haben wir unseren Eingang und das ziehen wir jetzt erstmal hoch. Und wenn ich das fertig habe, sehen wir uns wieder. Und willkommen zurück. Ich habe jetzt hier alles gemacht. Hier kann nichts drin spawnen, weil alles, wo was spawnen könnte, Haarflips sind. Das Einzige, was ich noch mache, ist hier unter die Trichter. Das hat aber eine optische Bewandtnis nur. Aber sonst alles mit Haarflips. Hier ist ein ganzer Block, aber da eine Tür da drauf ist, ist es egal. Auch eine Tür am besten hinsetzen. Hier habe ich dann einen zwei langen Steg, wo ich hier Wasser drauf habe, um hoch zu kommen. Runter lasst ihr euch fallen natürlich. Das, was wir als nächstes noch machen müssen, nachdem ihr die Wasserquellen hingemacht habt, macht ihr natürlich hier die Blöcke weg. Und dadurch gehen hier Wasserquellen runter. Da geht ja auch runter. Ihr müsstet von Conduit den Effekt nach einer Zeit kriegen. Hier habe ich eben noch was versucht. Das klappt leider nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Machen wir gerade mal weg. Gehen da wieder rein.
Jetzt brauchen wir als nächstes Kelp. Kelp? Ja, nicht. Ach, krass, vergessen, wie man Kelp schreibt. Sorry, ich suche es mir gerade hier raus. Sehe ich wieder Kelp mal wieder? Kann doch nicht sein. Das hier gar nicht? Okay. Unter verschiedenes. Ja, da haben wir Kelp. Da solltet ihr schon so mindestens 5 Stack haben. Weil ihr müsst jetzt von ganz unten nach ganz oben deinen Kelp ziehen. Das wird recht lang dauern. Durch den Effekt, den ich auch jetzt gerade wieder habe. Solltet ihr auch bis nach oben kommen. Das heißt, wenn ihr das erste Mal runterschwimmt, müsst ihr echt aufpassen. Vielleicht nehmt ihr eine Tür mit oder irgendwas, dass ihr unten nochmal komplett euer Sauerstoff auffüllen könnt. Und wenn ihr das fertig habt, dann geht es wieder abwärts und müsst dann eben wieder weitermachen. Wenn ihr einen Effekt nur habt und euch schnell beeilt, könntet ihr das auch gut hinkriegen immer. Ihr könnt ja auch einmal ringsrum schon mal Cap machen, weil ihr habt ja den Sauerstoff dann. Und ihr behaltet den ja hier auch unten. Und wenn ich das alles hochgezogen habe, sehen wir uns wieder. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe das Cap komplett hochgezogen. Natürlich ist hier jetzt nur eine endliche Wasserquelle entstanden, aber das machen wir ganz leicht, können wir das Problem lösen. Setzen hier einmal einen Block hin. Ja, müssen das Kelp erstmal ein bisschen abbauen. Können auch schon komplett das abbauen, aber ich will gerade die Wasserquelle noch schnell machen. Das heißt, wir setzen hier einmal einen Block hin. Da. Da eigentlich ein anderer Block sein noch. Da. Da. Okay, da war schon Kelp so hoch wieder. Da Blocking da. Eben wie eben den ganzen Ring wieder machen. Dann einmal hier komplett alle unendlichen Wasserquellen wegmachen. Dann das alles wieder entfernen. Und dann nochmal eine Quelle dahin, eine dahin. Dann macht man am besten sich einen Gang, wo man dann runter kann. Schwimmt nach ganz unten. Und das erste, was ich machen würde, einmal komplett den Kelp abbauen. Besonders da, wo wir jetzt stehen, komplett, dass er gar nicht mehr hochgehen kann. So, jetzt brauchen wir nur noch Wassereimer. Am besten ein paar braucht ihr schon. Oder ihr geht öfters hoch runter. Oder haut hier in die Seite irgendwo, wo ihr dann euch immer Wasser holen könnt. Was wir jetzt machen müssen ist Block weg. Ah ja, müssen ja auch noch den Soul Sand hier runtersetzen. Das könnten wir jetzt auch machen. Das machen wir jetzt hier auch mal. Passt nur auf, dass ihr nicht reingerat, dass ihr nicht direkt wieder hochgeschleudert wird. Am besten so. So. Und da müssen hier die Blubbles kommen. Dann könnt ihr euch hier hochtreiben lassen einmal. Passt nur auf die Grounds auf. Sucht, wo ihr eben runtergegangen seid. Stellt euch wieder hin. Ihr solltet auch nicht ganz hochgetrieben werden. Weil da muss noch eine unendliche Wasserquelle hin. Die haben wir ja zerstört durch den Block. Kann sein, dass die doch entsteht. Ah, ich würde die einfach immer setzen. Block weg. Wasserquelle hinsetzen. Block weg. Wasserquelle hinsetzen. Block weg. Wasserquelle. Block weg. Wasserquelle. Block weg. Und das immer weiter.
Ist ein bisschen aufwendig in Survival dann. Aber das Ergebnis ist dafür gut. Und beim letzten Block, ja, wenn er Dreck hochgetrieben wird, ist da schon eine unendliche Wasserquelle, dann geht das. Dann haut ihr hier die Block und dann seid ihr hier schon oben. Und jetzt könnt ihr die Seitenblöcke wieder alle wegmachen hier. Opa. Habe ich wieder einen falschen weggemacht. Nicht nur einen, sondern zwei. Da müssten überall jetzt die Blubbel hochkommen. Wenn nicht, müsst ihr eben nochmal hier, da wo eben die Blöcke waren, am besten einfach da auch nochmal Quellen hinsetzen. Das seht ihr auch hier am Kelb, dass nicht überall ganz hoch geht. Passt auf, dass ihr nicht einen zu hoch macht. Und wenn das soweit ist, müsst ihr hier nur gucken, wie ihr rauskommt. Könnt ihr euch hier hochstecken, das geht ja. Ja, so gesehen ist die Ground Farm jetzt fertig. Da habe ich irgendwas vergessen. Gucken wir nochmal. Nee, so gesehen ist die Ground Farm fertig. Das, was ihr noch machen müsst, ist hier den Conduit wegmachen. Am besten macht ihr Ring für Ring weg. Weil wenn ihr den letzten Ring wegmacht, müsst ihr schnell hoch wieder, weil sonst habt ihr keinen Sauerstoff mehr. Passt auf, dass ihr den Konduit als allerletzt wegmacht. Solange er offen ist, kriegt ihr den Effekt. Guck, wenn ich den Block jetzt hinsetze, geht er wieder auf. Ja, ab jetzt müsst ihr euch eigentlich beeilen. Ihr könnt das auch stehen lassen. Ich mache es jetzt weg. Was ihr noch machen könnt, ist hier vorher auch noch das ganze Grünzeug wegmachen. Und eben die Löcher stopfen hier. Ihr könnt hier auch die Ebene ein bisschen ausgleichen, dass das alles auf gleicher Höhe ist, wenn ihr es wollt. Ihr könnt ja gucken, wie die Farm bei euch dann läuft. Wenn sie euch gut genug läuft, braucht ihr es nicht. Was ich empfehle, ist so, ja, so 15er Radius um den Ding, echt das ganze Grünzeug wegmachen und vielleicht selbst eben machen. Ich hatte auf unserem Server recht Glück, da war der meiste Kelp schon weg, war ein bisschen Seegras noch da, ein bisschen Kelp, den ich wegmachen musste. Das ging aber. Wenn ihr Seegras wegmacht oder besonders bei Kelp müsst ihr aufpassen, dass euer Computer das mitmacht. Weil ich habe zum Beispiel kleine Mikro-Lags, wenn ich per Hand bei unserer Kelpfarm wieder auslösen muss, weil irgendwie der Sensor wieder nicht wollte, wie er wo sollte. Da habe ich so kleine, kurze Lags, weil das nicht gerade klein ist. Ah, das seht ihr in einem anderen Video, wo ich dann unseren Server ein bisschen zeige. Wir sollten eigentlich nach einer Zeit auf Grounds kommen. Am besten schaut ihr dann eine Stelle, wo dann auch Grunts direkt spawnen. Habe ich auch so gemacht. Da hören wir das schon ein. Da ist einer. Gut, wir gehen aber mal hoch. Könnten jetzt hier hochschwimmen. Wie gesagt, wie ihr hochkommt, könnt ihr machen, wie ihr denkt.
Ich habe einen Wasserfahrstuhl mir gebaut, so einen richtigen. Es war natürlich ein bisschen aufwendiger, ein bisschen mehr Material, was man brauchte. Aber ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich, dann, wenn ein paar Grounds da sind. Und hier sind wir wieder zurück. Ich bin auf unseren Server gegangen, weil da läuft die Farm ein klein bisschen besser, weil ich da auch geguckt habe, wo auch Grounds richtig spawnen und alles. Auf der Testwelt wollte ich euch ja nur zeigen, wie man die craftet. Und jetzt hier guckt, man kann von hier unten dann gut mit dem Schwert zusammenschlagen, die Grounds. Und gucken mal, was wir rauskriegen. Ich habe ja nicht nachgeschaut, ob da irgendwas ist, was jetzt irgendwie irgendwas in der Hand hatte. Aber da habe ich gerade auch eine Muschel schon gesehen. Ja, eine Nautilus hier. Ja. Wie gesagt, man muss hier echt lange farmen, um was zu bekommen. Aber das war das Tutorial. Wenn euch es gefallen hat, zeigt es mir durch ein Like. Wenn nicht, zeigt es auch natürlich durch ein Dislike. Über ein Abo würde ich mich immer freuen. Und ich streame jetzt auch bald öfters auf Twitch dann. Twitch-Kanal ist auch unten in der Infobox und wie alle anderen Infos auch. Ich habe vor, mit Freunden auch einen kleinen YouTube-Kanal aufzumachen, wo wir dann zu dritt öfters was machen. Oder auch wir auch mal andere Videos dann hochladen. Auf meinen Kanal wird auch alles kommen, was Gaming angeht. Vielleicht werde ich dann, wenn wir da so eine kleine Runde Stickfight oder irgendwas zocken, das auch hier hochladen, wie auch auf unseren Kanal. Abonniert uns gerne auf unseren Kanal. Und dann würde ich sagen, man sieht sich und hört sich beim nächsten Mal. Bis bald, euer Harwin.